gegen Sonic Amiibo! Hi Leute, der N-Smash XD wieder am Drücker. Ja, der nächste Part und unser nächster schneller, flitzender, beliebter Kandidat ist niemand anderes als Sonic the Hedgehog. Oh, Sonic ist so ein cooler Charakter, echt, ich mag ihn wirklich, aber ganz ehrlich, ich hasse es echt gegen ihn in Smash zu spielen. Vor allem, da es echt eigentlich einige ziemlich gute Sonic-Spieler gibt. Und ja, kleiner Funfact, in Smash Bros. Brawl war Sonic sogar mein Main. Irgendwie habe ich es in diesem Teil von Smash Bros. Versäumt, ihn wieder zu spielen, beziehungsweise mich wieder mit ihm einzuüben. Von daher ist er bei mir etwas in die hinteren Reihen gerutscht, aber naja, ab und zu spiele ich ihn auch noch gerne. Na gut, kommen wir gleich mal zur Analyse. Und zwar haben wir erstmal bei den Stats Angriff plus 50, Abwehr plus 11 und ja, wieder so eine Situation, Tempo plus 48. Genau wie bei Quajutsu habe ich mir echt einfach gedacht, scheiß drauf, Sonic, schneller Igel, machen wir ihn noch schneller. Denn wer kennt Sonic nicht, ey, der Typ, der muss einfach abgehen, der muss einfach total auf Speed sein. Aber er kann ja auch noch gut reinhauen, denn ja, plus 50 auf Angriff. Die Abwehr ist plus 11, ja, ist jetzt im Vergleich zu den anderen eigentlich so gut wie nichts, aber das machen die Fähigkeiten wieder weg. Die erste Fähigkeit ist Energieabzug bei Gegnern. Ja, das ist natürlich, wenn er direkten Schaden macht, heilt er sich ein bisschen. Dann eine ganz neue Fähigkeit auf dem zweiten Slot. Unverwundbar in Notlage. Ja, das bedeutet, wenn Sonic eine gewisse Prozentzahl erreicht hat, dann ist er für kurze Zeit unverwundbar. Und ja, da sollte man am besten, ja, ganz klar, entweder die Flucht ergreifen oder sich so gut wie möglich verteidigen. Und ja, das kann schon ziemlich böse werden mit plus 50 Angriff, ja, Tempo plus 48. Und dazu noch die dritte Fähigkeit, die nochmal den auf den ersten Blick etwas schwächeren Abwehrboost, ja, ihn doch noch verbessert. Und zwar auf den dritten Slot. Vorschaden stärkt Abwehr. Heißt, er kriegt erstmal, ja, er startet mit 30% Vorschaden und, ja, bekommt erstmal dazu noch einen extra Push auf die Abwehr. Also auch quasi wie Mario, ein ziemlicher Allrounder. Guter Angriff, gute Verteidigung und gutes Tempo. Sehr gutes Tempo. Ich meine, wir reden hier immerhin über Sonic. Und, ja, die Spezialangriffe, wie immer, Standard-Spezialangriffe. Und na gut, sehen wir doch mal, wie diese Runde gegen Sonic laufen wird. Kapiert? Laufen Sonic? Weil er... Ach egal. Let's battle! Okay, jetzt volle Concentration. Nach dieser schmalvollen Niederlage gegen Ike, oh, ich will gar nicht mehr daran denken, will ich jetzt endlich mal wieder einen Punkt für mich machen. Damit ich endlich mal einen möglichen Ausgleich erringe, beziehungsweise mal Richtung Ausgleich wiederkomme. Das Praktische ist ja, ich glaube, ich bin ein bisschen besser mit Falco geworden, da ich ja meine Falco Amiibo trainiert habe. Und ja, das Training hat sich auch für mich gelohnt. Oh. Es gibt eine Kombo mit Falco, die liebe ich einfach. Wenn ich es hinkriege, kann ich es euch zeigen. Wow. Nein. Oh. Ein schneller Charakter, der auch viel aushält. Sonic, das ist übel. Dass der so doof war und auch noch in mein Smash reingerannt ist. Oh, doch! Wow. Nein, 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 lass mich los! Ja, um mich zu grabben. Ha! Hast du gedenkt? Ich glaube, ich bin auch wesentlich besser in Punishen geworden. Und in Schild nutzen. Also das Training mit Amiibos, das lohnt sich wirklich. Kann ich nur jedem empfehlen.
Hätte ja klappen können. Genau das war es, wovor ich immer Angst hatte, jetzt halt in diesem Kampf. Und tschüss, Sonic. Zack. Doch, Sonic, hör auf, immer Nein zu sagen. Nein heißt ja. Nein! Verdammt. Und tschüss, Sonic. Ausgleich. Woo! Könnte das wieder ein Sudden Death werden? Wir haben so oft Sudden Deaths in diesem Projekt, ey. Was ist los? Es ist noch nicht vorbei. Nein, jetzt ist es vorbei. Oh, God damn it. Also Leute, es kann echt nicht mehr so weitergehen. Wir müssen jetzt endlich mal Punkte machen. Nick, was hast du vor? Ich habe das Gefühl, der will mich erst wieder analysieren, um dann herauszufinden, wie er zurückschlagen kann. Ich bin jetzt ruhiger, weil ich will jetzt mal gewinnen. Nein. Zack. Mann, warum trifft das nicht? Na? Smash the eye for the win! Ich hab so Angst! Oh, Sonic! Dich mal. Was zur Hölle? Nein! Doch. Endlich raus. Geht doch. Schön Meteor smashed. Schon wieder ein Thunder. Das gibt's nicht. Vorbei. Noch nicht. Und tschüss, Baby! Ha! Oh, man.
Zeit für Runde 3. Mal wieder. Hoffentlich schafft es meine Trumpfkarte, den Sieg endlich mal für mich nach Hause zu holen. Wenigstens haben wir epische Musik. Alter, Sonic. Offense rumzuhampeln. Ich muss diesen Ending Lag immer ausnutzen, um die Scheiße zu punishen. Das war cool. Noch nichts da mit Front Smash, Junge! Alter, meine Hände sind gerade so schwitzig. Dieser verdammte Throw von ihm! Also Throw ist das, der Fachausdruck fürs Werfen. Für diejenigen, die es nicht wissen sollten! Verdammt. Oh yeah, baby! Wow! Up air. I love it. Nein, 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 nein. Wow. Nein, oh nein, 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 nein. Doing. Ist das geil? Alter Schwede, wie ich in Führung liege. Das kann ich gar nicht mehr verlieren. Alter Sonic, du warst in diesem Part so ein Arschloch. Es ist wirklich kein Wunder, dass einige Spieler ihn so gerne sterben sehen. Oh, man. Versteht mich nicht falsch. Sonic ist ein richtig cooler Charakter. Und ich mag ihn auch sehr, aber... Oh, hier habe ich dir so deinen stacheligen Arsch versohlt. Oh, man. Endlich mal wieder ein Punkt für mich. Leute, es wurde auch mal wieder Zeit. Oh. Alter, ich habe gerade so Herzwummern. Hoffentlich kriege ich keinen Herzinfarkt. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich bin einfach nur froh, dass ich endlich mal wieder einen Punkt geholt habe. Leute, ich bin so fertig mit den Nerven. Echt, ich habe großen Respekt vor Sonic-Spielern. Ich habe ja auch schon mal einige gute Sonic-Spieler gesehen, die einfach nur krank sind. Ich glaube, ich beende den Part auch jetzt schon gleich an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und yeah, endlich mal wieder ein Punkt für mich. Woo! Na gut, dann bis zum nächsten Part und denkt dran, immer schön zocken. Ciao! Glückwunsch!